Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Sutterlüti, mein Ländlemark. Ich begrüße Sie zum Ländle-Sport, präsentiert von Sutterlüti hier auf Ländle-TV. Wir nehmen heute wieder den Sport in den Fokus, unter anderem die Vorarlberg-Liga, die VNAT Elite-Liga. Wir schauen nach Göfis, wo Skiweltmeisterin Katharina Liensberger die Medaillenfeier hatte. Und wir sprechen über Bregenz Handball. Die Handballer aus der Landeshauptstadt stehen vor dem Saisonstart und wir sprechen darüber mit Trainer Markus Burger. Starten wir zunächst mit der Vorarlberg-Liga. Die zweite Runde am Wochenende über die Bühne gegangen und da hatte besonders ein Verein noch etwas gut zu machen. Die Rede ist vom FC Blau-Weiß Feldkirch. Nach einer klaren 5:0 Niederlage in Runde 1 hatten die Monfortstädter den FC Alberschwende vor der Brust. Im heimischen Stadion am Samstag hieß es da Spiel auf Sieg. Runde 2 in der Vorarlbergliga. Der FC Alberschwende kommt nach dem Auftaktremis im Wälderderby gegen Bezau mit breiter Brust in die Monfortstadt. Doch auch die Sommertruppe hat einiges gut zu machen, wollte ein anderes Gesicht zeigen als noch in Runde 1 bei der Derby-Niederlage in Göfis. Engagierte Anfangsphase der Kicker aus dem Volt. Fink und Co. haben die Heimischen im Griff, kommen auch zu Chancen. Treffer gelingen aber vorerst keine. Die blau-weiße Defensive hält dicht, hält die Null fest. Riesenaufregung in Minute 26. Maldonau reagiert am schnellsten, chippt einen Vollfreistoß in Richtung Feldkircher Kasten. Schiri Karagic unterbricht. Zusammenprall von Blau-Weiß-Keeper Erlacher und René Fink. Richtige Entscheidung, der Freistoß wird wiederholt. Gelber Karton für Erlacher. Minuten später, Riesensitzer auf die Führung für die Gäste. Schranzflanke von der linken Seite, genau auf den Schlappen von Schatzmann. Doch der jagt die Kugel aus 6 Metern in die Wolken. Noch sind 3 Minuten im ersten Spielabschnitt zu spielen. Alberschwender Angriff über links, Flanke Stefan Betsch, Feldkirchs Abwehr mit den Gedanken wohl schon in der Kabine patzt. Lukas Schatzmann ist da und es heißt 0:1. Zweite Spielhälfte, Ausgleichschance für die Heimischen. Foulfreistoß Eberschek. Die Wälder bringen die Kugeln nicht aus dem Gefahrenbereich. Dömetz zieht ab. Im Gegenzug, Batsch auf René Fink, aber der Treffer fällt nicht. 59 Minuten gespielt, abermals Batsch auf Fink. Der Spielertrainer hat das Visier am heutigen Tag aber schlecht eingestellt. Knapp daneben, Chance auf das 0:2, vertan. Alberschwende hat mehr vom Spiel, hat die Partie im Griff, hat aber auch das Glück des Tüchtigen. 79. Spielminute, der große Auftritt der Kuhn Brothers. Adem, ideal, in die Gasse für Selim. Was macht der denn da? Er verstolpert den Ausgleichstreffer. Doch auch den Kickern aus dem Wald geht's nicht besser. Die sich bietenden Möglichkeiten können nicht verwertet werden. Und so bleibt es beim 0:1 für die Gäste. Das Golden Goal des Ex-Feldkirchers Lukas Schatzmann bedeutet den Auswärtsdreier für den FC Alberschwende und Platz 6 in der Tabelle. Ja, jetzt 4 Punkte klingen jetzt nicht ganz schlecht. Wir sind aber trotzdem noch nicht ganz zufrieden mit unserem Spiel. Da gibt es noch viel Luft nach oben und ja, da werden wir jetzt hart arbeiten. Ich denke, dass wir die nächsten Spiele das sorgen, was wir können. Aber heute wäre mehr möglich gewesen wie ein 0:1, oder?
Ja, wir haben es ungewollt spannend gemacht, ne, gegen Schluss an. Wir haben zwar nicht viel zulassen, aber ja, wir haben unzählige Chancen oder vielzählige Chancen liegen lassen und hätten den Deckel einfach früher drauf machen können, haben wir leider nicht da. Wäre mehr möglich gewesen, das stimmt. Aber jetzt geht es weiter nach oben, oder? Mit dem FC Alberschwende, oder? Wir werden alles geben, ja. Mir war es sehr wichtig, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht sorgt und im Vergleich zu Göfis ist das definitiv der Fall gewesen. Was drin, wir haben eine sehr junge Mannschaft gehabt, wir haben uns wirklich gut präsentiert, finde ich, und es haben einfach Kleinigkeiten entschieden. Ganz wenig Fehler gemacht in der Defensive, aber sind bitter bestraft worden eben für den einen, haben da unsere Chancen gehabt. Ja. Wird zufrieden kann man sich, wenn man 0-1 verliert, aber allein mit dem Auftreten, finde ich, das ist ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Aber ich möchte sagen, heute hat der letzte Rest vom Schützenfest gespielt, oder? Viele, viele Ausfälle bei euch. Das war definitiv der Fall, ja. Wir haben 9 Ausfälle zu verkraften gehabt. Natürlich tut das weh irgendwo, ist keine Frage, nur die auf dem Platz stand. Wir trainieren miteinander, wir sind am Mannschaft, letztes Aufgebot hin und daher. Wir haben das gut präsentiert, definitiv, und haben gezeigt, dass Potenzial in der Mannschaft steckt. Klar ist das auch ein Faktor, keine Frage. Also trotz der Niederlage ein Schritt nach oben? Definitiv ein Schritt nach vorne, und wenn wir es so präsentieren, werden wir auch noch unsere Punkte machen, da bin ich mir sicher. Dann danke, weiterhin viel Erfolg, danke. Fußball wird präsentiert von Admiral. Ich pass. Du gewinnst. Ja, am Ende heißt es 0-1. Keine Wiedergutmachung für den FC Blau-Weiß-Feldkirch. Vielleicht dann in Runde 3. Wir schauen auf die anderen Ergebnisse und die Tabelle in der Vorarlberg-Liga. Der VfB Bezau und der SV Lochau trennen sich 0-2. Zwischen dem SV Ludesch und dem FC Nenzing gibt es keinen Sieger, 2-2. Der FC Andelsbuch unterliegt zu Hause dem FC Bietzau mit 0-2. Der SK Meiningen und der FC Lustenau trennen sich torlos. Die Partie SC Fussach gegen den FC Höchst musste witterungsbedingt abgebrochen werden. Und der FC Schruns und der SC Göfis trennen sich 0-2. Außerdem setzen die Altach Juniors gegen den FC Hörbrands mit 8-1 ein deutliches Ausrufezeichen. Die Tabelle: der SC Göfis weiterhin an der Spitze, gefolgt von Lochau, Bietzau, Nenzing, Lustenau, Alberschwende, die Altach Juniors, der FC Hart, der FC Hörbrands, der SV Ludesch, der VfB Bezau, der SK Meiningen, der SC Fussach, der FC Andelsbuch und die drei letzten Tabellenplätze teilen sich: der FC Höchst, der FC Schruns und das Schlusslicht FC Blau-Weiß-Feldkirch. Ja, und nicht nur in der Vorarlberg-Liga ist die zweite Runde über die Bühne gegangen, auch in der VNAT Elite-Liga rollt der Ball zur Runde 2 wieder. Wir schauen auch hier auf die Ergebnisse. Zwischen dem FC Lauterach und dem SC Röthis gibt es keinen Sieger. 2-2 heißt es da am Ende. Schwarz-Weiß-Bregenz und der FC Rothenberg trennen sich 0-0. Der FC Wolfurt unterliegt zu Hause dem VfB Hohenems mit 1-2. Und die SC Austria Lustenau Amateure müssen sich daheim gegen den DSV mit 1-4 geschlagen geben. Das Spiel zwischen dem FC Eck und der Admira aus Dornbirn musste leider abgesagt werden. Hier gab es vereinzelte Corona-Fälle im Bregenzer Wald. Wir schauen auf die Tabelle. Auf Platz 1 ist der DSV mit 2 Spielen und 6 Punkten. Danach der SC Röthis, der VfB Hohenems, dann der FC Rot-Weiß-Rankweil, Schwarz-Weiß-Bregenz, FC Lauterach, FC Wolfurt, die Admira aus Dornbirn, der FC Rothenberg, der FC Eck und auf dem Schlussplatz der SC Austria Lustenau, und zwar die Amateure mit 0 Punkten.
Und vom Fußball wechseln wir jetzt in den Wintersport. Katharina Liensberger hat in der vergangenen Saison Erfolg um Erfolg gefeiert und Ehre, wem Ehre gebührt. In ihrer Heimatgemeinde in Göfis wurde zu ihren Ehren und zu diesem Anlass eine kleine Medaillenfeier organisiert. Ländle TV war dabei. Großer Empfang für eine Weltmeisterin. In Göfis wurde ÖSV-Weltmeisterin Katharina Liensberger frenetisch empfangen. Für die 24-jährige Göfnerin eine große Ehre. Ja, genial, großartig. Also ich bin extrem happy und dankbar, dass so viele Lücker sind. Das ist wirklich eine extreme Auszeichnung und Ehrung für all die Erfolge. Und ja, es freut mich wirklich. Bei der Medaillenfeier gab es neben Fotos auch emotionale Erinnerungen an große Erfolge. Und sie kämpft weiter. Schau, ich schon wieder in die Ideallinie. Ina bleibt hoch, 2,31, 39. Das ist machbar. Guter Start. Ja, das hat gepasst. Und jetzt hat er lange Schwung. Es ist okay, sie ist hier im Rennen. Vorteil für Liensberger. Mit diesem Lächeln kann Olympia kommen, oder? Ja, es ist alles nach Plan. Also wir sind gut am Trainieren, am Konditrainieren. Dann geht es auf Schneewitter und insofern steht alles in guten Sternen. Und nicht nur die Fans sind angetan. Es ist eine sehr junge Dame mit einer extremen Fokussierung, eine absolute Ausnahmeathletin. Und ich habe das ganz genau beobachtet, wie sie sich aufgebaut hat und wie sie immer näher sozusagen an die großen Erfolge herangekommen ist, für extrem viel Disziplin, für Durchhaltevermögen, für perfektes Training, für psychische Stärke. Ich glaube, wir werden noch viel von ihr sehen und hören. Was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten. Satt nach Erfolgen ist die 24-Jährige jedoch noch nicht. Vielleicht sieht man sie bei Speed-Wettbewerben. Im nächsten Winter vermutlich sehr wahrscheinlich noch nicht, aber ja, was in Zukunft kommt, werden wir sehen. Und die Fans in Göfis sind sichtlich stolz auf ihre Katharina. Ja, ich habe eine riesige Freude, dass sie so wie gekommen ist, weil sie ist echt eine Beißerin. Und hat einmal gesehen, sie möchte auf dem obersten Treppli stehen. Das ist Katharina Liensberger mehr als einmal geglückt. Und auch bei einigen Regierungsmeetings ging es kurzzeitig um den Skisport. Und manchmal haben wir dann unter dem Tisch nachgeschaut. Wir bekommen natürlich, wir haben schon immer Einflüsterer, die uns immer wieder auf dem Laufenden halten. Das ist der erste Durchgang. Und dann zweite Nachricht dann und alle am Tisch, ja, also trotzdem, wo auch immer wir waren, wir haben uns unglaublich mitgefreut und das hoffentlich werden wir auch noch ganz oft tun. Wir sind extrem stolz auf dich. Danke, Katharina. Die Erfolgsgeschichte der Katharina Liensberger, sie geht weiter. Ja, und von einer Weltmeisterin kommen wir jetzt zum österreichischen Rekordmeister im Handball. Die Handballer von Bregenz Handball aus der Landeshauptstadt starten jetzt in die Saison und wir sprechen drüber mit Trainer Markus Burger. Markus, schön, dass du da bist. Danke für deinen Besuch hier im Studio. Freut mich, ja. Dankeschön für die Einladung. Markus, 1,5 sehr schwierige Jahre liegen hinter euch. Keine Zuschauer, keine Emotionen. Für einen Handballverein ist das natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Wie hast du diese Zeit so miterlebt? Ja, es war für alle Beteiligten natürlich eine Riesenherausforderung. Ich meine, das ja, inzwischen was ist jeder in der Bevölkerung, das aber im Sport natürlich auch mit diesen ganzen Auflagen, mit diesen Vorsichtsmaßnahmen, mit diesen Tests jede Woche ein, zweimal und ja, das war eine richtig schwierige Zeit, natürlich auch Unterbrechungen und so weiter, Abbruch im ersten Jahr dort.
Aber ja, Gott sei Dank sind wir jetzt über diese schwierige Phase hoffentlich endlich drüber. Wir sind aber auch in, dem, ja, in der Situation, dass alle sich impfen lassen, weil sonst wird es einfach unmöglich. Wir reisen überall hin und dann geht es natürlich nur, wenn wir gemeinsam das machen und dann müssen wir uns schützen, testen uns nach wie vor. Und da ein Riesenkompliment an alle Verantwortlichen im Verein, im Verband, die einen riesen Job gemacht, dass wir das trotzdem diese Meisterschaft durchführen können. Aber ganz schwierig, wie du sagst, ohne Zuschauer, ohne Emotionen von den Rängen, die man so dringend braucht im Sport. Schade einfach. Und hätte die Saison sowieso hätte Zuschauer verdient. Ja, aber auf zu neuen Ufern. Wir freuen uns jetzt, dass es wieder in die Vorbereitung geht für eine neue Saison. Hoffen, dass natürlich das Thema dann einmal kleiner wird und nicht mehr in jeden Tag in der Presse so groß treten wird. Aber jetzt müssen wir wieder uns neu fokussieren und das gilt auch für uns. Rekordmeister, das mag ich eigentlich schon gar nicht mehr hören, weil ich denke, die Leistungen hinken weit hinter dem, was es eigentlich bedeutet noch. Hat sehr, ja sehr lange schon nicht mehr diese Erfolge gehabt und ich denke, dass jetzt wieder oder dass jetzt ein Punkt erreicht ist, wo man im Verein neue Veränderung spürt. Es sind neue Führungspersonen da, es sind einfach auch Umstellungen in der Mannschaft da. Ich denke, dass sehr viel Energie wieder da ist miteinander und auf das freue ich mich jetzt vor allem. Ja, du hast es angesprochen, auf zu neuen Ufern. Besonders im Kader ist das momentan zu spüren. Kommen wir zum Tor, Goran Aleksić und Ralf-Patrick Häusle. Da hat man zwei sehr, sehr starke Spieler und im Hintergrund noch das Talent Jan Kreuz. Hat man da als Trainer schon eine klare Nummer 1 in deinem Fall? Die klare Nummer 1, die wird es im Sport nur, denke ich, wenn die Leistungen stimmen. Und man kann sich immer wieder auf etwas berufen, wenn man mal das erreicht hat. Aber die Tormänner selber wissen ganz genau, dass sie in jedem Spiel liefern müssen. Und das beginnt im Training. Wenn im Training der Einsatz nicht da ist, wenn im Training nicht hundertprozentig der Biss da ist und die Bälle zu halten, dann wird es auch für den Trainer schwer zu sagen, wer ist jetzt da eigentlich die klare Position, wer fängt an, wer kommt und so weiter. Der Goran hat jahrelang immer diesen Part der Führung, immer diesen Part bei schwierigen Situationen, ist er da und ist immer noch vor dem Ralf. Der Ralf hat jetzt in der letzten Zeit diesen Part auch selber übernommen und hat sehr gute Leistungen gebracht, aber wie gesagt, die muss er immer wieder bestätigen und ich denke, der Goran, so wie man kennt, der lässt sich sicher nicht so schnell abschütteln und wird sagen, ja, er überlässt das Feld dem Ralf. Da wird es sicher noch einige heiße Duelle geben. Jeder muss bereit sein und das ist für mich das Wichtige, dass einfach alle drei für das Team arbeiten. Wenn sie sich einbringen und sagen, okay, wir geben Gas und egal, wenn er mich braucht für 5 Minuten, 10 Minuten, ich bin bereit, ich gehe da rein. Das muss endlich wieder kommen, dass man sagt, das Team steht im Vordergrund, nicht irgendwelche Einzelpersonen. Ja, auch eine sehr interessante Personale, Marijan Klopčić. Ja, letztes Jahr keinen Vertrag bekommen, ein Jahr fast keinen Handball gespielt und jetzt das Comeback. Wie ist das einzuordnen? Boah, Riesenzufall. Schön, dass es passiert ist. Aber ich denke, der Marijan hat damals gerade auch mit dieses, war auch dieses Covid. Wie eingangs, das Thema für ihn, was mache ich, meine Familie zu Hause, ich bin 11 Jahre da. Was mache ich jetzt, wenn ich alleine bin, wie schaut meine Zukunft aus, wie entwickelt sich Covid und so weiter. War seine Entscheidung, ich möchte nach Hause, vielleicht auch dort Handball spielen, hat nicht so funktioniert, beruflich ja, gearbeitet und durch Zufall, ganz wirklich durch Zufall, nochmal einen großen Dank an Björn Thürner, der die Idee gehabt hat, okay, fragen wir einfach mal Marijan, ob er vielleicht wieder Lust hat zum Handball. Tatsächlich rennt man offene Türen ein und ich bin natürlich glücklich, dass man so einen Spieler wieder in unseren Reihen haben. Wer den Marijan kennt, weiß, dass er ein unglaublicher Beißer ist und ein unglaublicher, toller Mensch und Spieler. Und er wird der Mannschaft sicher weiterhelfen. Schwierig, natürlich, auf dieser Position. Zwei junge Spieler, die letztes Jahr ihre Chance bekommen haben. Aber beide sind noch so jung und sind noch so, dass sie viel lernen können. Und diese drei miteinander können einen sehr guten Job da machen. Und ich bin sicher, auch da wird es wieder ein Kampf werden, einfach um im Training, wer diese Leistungen bringt, soll Spieler und sobald ein Ausfall da ist oder jemand einmal vielleicht eine Formtief hat oder irgendeine kleine Blessur, dann soll der andere da sein und so soll das funktionieren. Und ich denke, beide sind nur in dem Alter, wo sie sagen, okay, wenn der jetzt uns noch 2-3 Jahre richtig hilft und Gas gibt, dann sind wir dann auch in der Lage, jederzeit auch eine Nummer 1 auf dem Flügel zu sein. Der Marijan hat den Nummer 1 Status natürlich nicht, ist klar. Wir müssen auch schauen, wie es ihm geht jetzt, aber die ersten Eindrücke im Training
Der Marion ist schon wieder da. Das Netz zappelt sehr oft, wenn er abzieht. Reiner Glücksfall, aber schön, dass er da ist. Ja, Rückraum rechts mit Ante Ezegovic und Marko Tanaskovic, ein regelrechtes Bollwerk, was Bregenz da hat. Beide allerdings auch verletzungsanfällig, beide mit dem Knie Probleme. Wie geht man als Trainer mit dieser Situation um, wenn die Jungen auch von hinten drücken? Ja, was will man da sagen? An Ante Ezegovic, ich bin jetzt seit 2 Jahren in Bregenz, ein bisschen, ja, 2 Jahre und 2 Monate. Aber so richtig gearbeitet mit dem Ante habe ich noch nicht. Also letztes Jahr, die Saison war sehr schnell erledigt. Auch da wieder der Punkt für einen Ante, was mache ich, wenn wirklich einmal so eine schwere Verletzung kommt oder das noch einmal passiert, was tue ich denn? Wie schaut meine Zukunft aus und so weiter? Und da war natürlich Ofern klar, er braucht einen neuen Fokus, braucht ein neues Ziel. Das Ziel heißt Polizeischule in Feldkirch und hat jetzt mit dem natürlich eine duale Situation. Er macht diese Ausbildung, ist bei uns ein Handballer. Man soll dieses Knie von beiden vielleicht nicht so sehr zum Thema machen, weil sonst wird es ein Thema. Ich hoffe, dass er einfach gesund bleibt für seine berufliche Ausbildung, für den Sport einfach auch. Er ist ja so ein toller Bursch, wenn man ihn auf dem Spielfeld sieht. Man hat letztes Jahr gesehen, die paar Spiele, die er gespielt hat, er war so eine tolle Bereicherung für uns. Er kann auf der Position sehr viel machen. Wir werden schauen, dass die Belastungen hoffentlich nicht zu groß werden, dass er sich wieder Step by Step in der Mannschaft wohlfühlt, wieder spielt. Er hat ja noch nicht aktiv mitgespielt jetzt und das beginnt jetzt alles. Marko Tanaskovic war ein unglaublicher Glücksgriff, dass man den gekriegt hat, dass er mit seiner Erfahrung, mit seiner Emotionalität, mit seinem ganzen Wesen, wie er ist, der Mannschaft so weit helfen konnte, dass die Verteidigung sich wirklich stabilisiert hat. Und jetzt werden wir versuchen, so eine Mischung zu finden zwischen diesen drei. Wenn der Luka Vukicevic ist ja natürlich auch ein sehr guter Angriffsspieler. Wir müssen unsere Verteidigung natürlich dementsprechend vielleicht werden wir auch ändern, damit er auch seine Zeiten in der Verteidigung hat, was ganz wichtig ist. Aber ich denke, diese drei und der Marco auch als mein Co-Trainer noch zusätzlich mit dem Stefan Clement wird natürlich auch diese ganz klare Situation haben, dass er in der Verteidigung viel arbeitet, viel mit den Spielern im Mittelblock kommuniziert und da versucht uns zu helfen. Und das erwarte ich mir, dass er wieder mit allem, wie ich ihn kenne, halt uns hilft und schaut, dass wir da wieder den nächsten Schritt in der Mannschaft machen. Ja. Kommen wir zum Rückraum Mitte. Da hat ja Lukas Frühstück in den Playoffs großartige Leistungen gezeigt, hat auch wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass man in diesen Playoffs diese Stärke auch ausspielen konnte. Jetzt kommt Matic Kota und wird ihm in Anführungszeichen vor die Nase gesetzt. Ist das für ihn auch ein Ansporn und eine neue Chance, sich nochmal zu beweisen und nochmal die Schippe draufzulegen? Wer einen Lukas Frühstück kennt, weiß ganz genau, dass das eigentlich schon die Antwort ist. Also ganz klar, der Lukas Frühstück ist schon ein Gesicht des Vereins, ist ein Mensch, der sich Herausforderungen stellt, ganz klar. Lukas hat auch jetzt wieder ganz klar kommuniziert, dass er wird diese Herausforderungen annehmen. Natürlich, wenn man als Trainer verantwortlich ist für die Leistung, die auf der Platte ist und wenn die Leistung dann nicht so gut ist, dann überlegt man sich, was kann man tun, was muss man tun, wo muss man sich verändern, welche Spieler braucht man, du bist ja noch am Ende der die Verantwortung hat und zu dem man sagt, okay, was ist jetzt da los? Ich denke, dass genau das jetzt passieren muss. Das ist keine Entscheidung gegen Nico Schnabel, das ist eine Entscheidung für Matic Kota. Der Kota ist ein ganz anderer Spieler und der Kota wird da natürlich eine ganz andere Spielweise auf die Platte bringen. Dinge, die ich natürlich auch als Trainer sehr will, die erhofft man sich jetzt natürlich auch. Und ich habe es ja gesehen, wie er in Ferlach gespielt hat. Und ich denke, dass er einfach auch genau diese Art von Spiel bringt, wo man wieder einen Schritt weiterkommt. Der Lukas wird mit seiner Spielweise gegen viele, viele Vereine oder gegen viele Mannschaften einfach auch wieder seine Leistung bringen, wo vielleicht jetzt für einen Kotti nicht so einfach sind. Aber dann hast du ja dann zwei verschiedene Spieltypen. Und das gilt es jetzt in den richtigen Szenen einfach einzubauen. Die werden sich gegenseitig pushen, die werden sich gegenseitig auch matchen im Training, ganz klar. Da will natürlich jeder dann diese Situation, dass er die Mannschaft führen darf. Aber was gibt es Besseres an Wettkampf, wenn die Training schon so hart sind, dass dann die Spiele leichter werden? Dann hat man genau das erreicht und das ist jahrelang war das, glaube ich, in diesen erfolgreichen Zeiten einer der Schlüssel, dass die Training so hart waren, dass dann die Spiele wirklich kein Problem waren, weil es im Training schon so zur Sache gegangen ist und der Wettkampf da war und der absolute Siegeswille und du willst jedes Trainingsspiel gewinnen und du willst jedes kleine Spiel gewinnen, ganz egal was es ist, und das muss man leben und das kann nicht nur so irgendwie so eine aufgesetzte Sache sein, sondern das muss kommen
Und das erwarte ich mir jetzt so. Und ich denke, der Lukas und der Cote, die werden das gemeinsam, werden die das machen. Und das ist nicht immer einfach in einer Saison. Und ich glaube, man ist dann froh, dass man beide hat und hoffentlich bleiben beide gesund. Und dann haben wir hoffentlich auch die Situation, dass wir je zur richtigen Zeit versuchen, dann auch die richtige Mannschaft auf die Platte zu schicken. Ja, ja, diesen Zweikampf gibt es auch am Kreis. Man hat mit Marco Koric einen sehr guten, einen sehr aggressiven Spieler am Kreis, den man da auch braucht. Ja. Und man hat mit Florian Mohr 2,7 Meter auch geballte Power. Mir kam so vor, Koric in der Vergangenheit ein bisschen zu aggressiv, sehr viele unnötige 2-Minuten-Strafen auch bekommen. Ist es auch die Chance für Florian Mohr, da zu sagen, okay, jetzt bin ich da? Sind beide unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Typen, ganz klar, gut beschrieben. Ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass es unterschiedliche Typen gibt. Die Größe, diese einfach auch diese Überlegenheit, die muss man einfach auf die Platte bringen. Das nützt mir 2,07 Meter, wenn ich mich nicht richtig drehen kann, wenn ich, wenn ich mich nicht lösen kann vom Gegner, wenn ich nicht die Sperre halten kann oder mich im richtigen Moment in die richtige Position bringe. Diese Schritte macht der Flo, er macht sie, aber die sind noch nicht so schnell, dass man sieht, okay, er kann locker am Djoric vorbei. Das schafft er noch nicht. Er hat sich verbessert, auf alle Fälle. Seine physische Situation ist besser geworden, er ist schneller geworden, er ist bereit, sich zu ändern, auch in vielen Dingen. Das hat er das ganze Jahr jetzt gemacht. Er hat viel investiert, das ist super, muss er aber auch. Und Marco Djoric natürlich mit dem Jahr, wo er den Kreuzbandriss gehabt hat, kommt er zurück, hat ganz, ganz wenig Spielpraxis, hat man gemerkt, er ist mit sich selber nicht zufrieden. Mussten wir auch in der Verteidigung umstellen, er war im Mittelblock und wir haben ihn da raus. Und ich habe ihn auf die Achse gestellt, weil ich gesagt habe, der Druck muss weg jetzt einfach. Und mit dem Paul und mit dem Marco Tanaskevic war das dann ganz anders, wenn die in der Mittelblock waren, wurde geführt und das taugt ihm auch. Andere Position in der Verteidigung, weniger Druck, weniger 2 Minuten. Denke aber, dass es jetzt ein großer Vorteil ist, für ihn jetzt vielleicht noch mehr Vorteil, weil die Sprache natürlich die Einheit ist, es ist Slowenien und Kroatien, ein Mittelspieler und du hast schon einen Kreisläufer, die können sich natürlich verbal ganz, ganz schnell unterhalten. Und das hat man jetzt schon, sieht man schon in der ersten Training, dass er natürlich da ganz klare Vorstellung hat, wie er mit dem Kreis spielen will. Das ist etwas, was ich mir auch erwarte, dass jemand, der Mitte spielt, dass er dann natürlich sofort sagt, du stellst dich da, wir machen jetzt das so, so und so. Das ist ganz klar, weil das ist ja das Spiel, das ich aufziehe. Das ist ja das Spiel, so wie ich mich bewege, muss ich die Verteidigung bewegen und dann im richtigen Moment spiele ich den Ball. Ja, jetzt hat man mit Michael Vinogradov eine wahre Waffe auch geholt. Was sind deine Erwartungen an Vinogradov? Ja, meine Erfahrung hat sich gezeigt, dass die Waffen dann angekündigt werden. Ich hoffe genau, dass das passiert. Und ich wünsche mir, dass er diesen Erfolg hat da bei uns. Er macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich denke, dass es ein sehr mutiges Zeichen ist, wenn man direkt von Moskau daher ins Ländle kommt. Sicher auch menschliche Herausforderungen mit der Sprache, mit allem drum und dran. Aber ich denke, wir haben einen Spieler, der uns sicher weiterbringen wird. Er hat ein sehr gutes handballerisches Grundverständnis. Man sieht es auch, Grundausbildung ist da. Die Würfe sind da, wir haben noch nicht viele Spiele gehabt, aber ich denke, dieser Spieler wird auf dieser Position einen wertvollen Beitrag bringen für die Meisterschaft. Ja, zum Abschluss, Markus, die Zielsetzung für Bregenz Handball, ich weiß, du hörst das Wort nicht so gern, aber als Rekordmeister, sind da die Top 5 eigentlich schon Pflicht? Bregenz hat sich damals mit Visionen und klaren Zielen mal in die Richtung braucht. Ich glaube, dass es für uns wieder ganz klar ist, jetzt mit der neuen Konstellation, dass man sich neue Ziele setzen muss. Ziele, die realistisch sind, Ziele, die auch geschuldet sind, in dem, dass man nicht mehr diese Profitruppe hat, wie man auch schon gehört hat im Bregenz, sondern es sind halt auch Spieler, die arbeiten müssen, die da ihren Arbeit nachgehen und 70%, 80%, 50%, ist ganz egal, arbeiten. Und wenn der Hunger da ist, wenn wirklich jeder Spieler sich bewusst ist, dass das ein Leistungssport ist und dass die Leistung auch mit Einstellung zum Tour hat und dass du im Training, ins Training kommst, auch wenn es manchmal schwierig ist beruflich oder vielleicht nochmal eine Mittagseinheit, das ist ja wurscht, wenn ich das weiß und wenn ich da bereit bin, diese Sachen zu machen, dann wird Bregenz wieder klar auch da vorne mitspielen, weil dann weiß ich, wenn jeder Einzelne sich ins Team einbringt, dann wird das Team wachsen und dann werden wir diese Ziele erreichen, die wir uns nehmen und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis der Erfolg wieder da ist. Ja, man merkt, das Feuer ist entfacht. Die ja. Saison steht in den Startlöchern. Dann auch mit Emotionen, nicht nur beim Trainer, sondern auch auf den Rängen. Markus Burger, viel Glück für die neue Saison. Vielen Dank, dass du heute als Gast bei uns im Studio warst. Vielen Dank. Sehr gern. Danke. Ja, und das war der Ländle-Sport, präsentiert von Sutolüti hier auf Ländle TV. Nächsten Montag
begrüßen wir Sie wieder gewohnt um 20 Uhr, dann wieder mit Fußball und Sportarten aus aller Welt. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie sportlich.